Hallo, diesmal zeige ich euch eine Zopffrisur, die aus außergewöhnlichen Spiralen besteht. Man fängt mit dem Flechten am Oberkopf an. Nehmt eine Haarsträhne von links und dreht sie einfach so lange, bis sie zur anderen Kopfseite gelangt. Nehmt eine Haarsträhne von rechts. Die gedrehte Strähne legt auf diese Strähne drauf und dreht sie einfach beide zusammen. Dreht sie in die andere Richtung, zur anderen Kopfseite. Jetzt nehmt ihr wieder eine Strähne von rechts und legt sie auf die gedrehte Strähne drauf und dreht diese beide zusammen. Dreht weiter in der Richtung zur gegenüberliegenden Kopfseite. Dann nehmt ihr die nächste Strähne von rechts und legt die bereits gedrehte Strähne auf die von rechts genommene Strähne drauf. Dreht beide Strähnen wieder zusammen, in der Richtung zur anderen Kopfseite. Dann wieder eine Strähne von links nehmen und auf die gedrehte Strähne drauflegen und beide Strähnen zusammendrehen. Wichtig ist, dass ihr beim Weiterdrehen die Strähnen richtig zuordnet. Bereits gedrehte Strähne wird über der gedrehten Strähne gelegt und weitergedreht. Also seitlich Strähne für Strähne nehmen, zur gedrehten Strähne dazu packen, beide Strähnen zusammendrehen und immer in der Richtung zur anderen Kopfseite. Die Flechttechnik ist eigentlich sehr einfach. Ihr könnt nur die Hälfte vom Haar mit einflechten, dann habt ihr eine halboffene, halbgesteckte Frisur. Ich flechte das ganze Haar mit ein.
die letzte Strähne einfach weiterflechten. Diese Strähne kann man unter der Frisur verstecken. Fixiert die versteckte Strähne mit Haarnadeln. Die Frisur selber ist sehr stabil. Man muss sie nicht mit Haarnadeln fixieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!